Zuordnungen. Ja. Ein Thema, da kriegen manche Angst. Unnötigerweise. Natürlich, wenn ich mit dem Dreisatz arbeiten müsste, ich habe ja geschrieben Zuordnung, aber ohne Dreisatz ist einfacher. Sind einfacher, hätte ich wahrscheinlich schreiben müssen. Wenn ich mit dem Dreisatz arbeiten müsste, ja, dann wäre es für mich auch ein bisschen kompliziert. Und ich kann ein kleines bisschen Mathe. Schaut mal hier. Ach, oder besser, geht zum Schluss auf die Links, beziehungsweise hier oben, wie üblich, links. Wer zu neugierig ist, beziehungsweise zum Schluss dann hier im Video als Abspann. Guckt euch das mal an, wie einfach das ist. Ja, und wer dann Lust hat, der macht's nach. Ist nicht verboten. Also ich würde mir diese ganze Tabelle rein mit diesem Kreuz und Quer und sonst was. Und das ist das und das ist das. Und, ach, das will ich mir sparen. Unsere Schüler haben sich's alle gespart. Die arbeiten mit sogenannten Verhältnisgleichungen. Vielleicht schon mal gehört. Spannende Sache, geht leichter als gedacht. Ich freue mich, wenn ihr euch daran auch erfreut, weil ihr es verstanden habt. Na denn.